Hallo Kackbratzen. First, I need to examine you. Can I check your body temperature? Rollenspiele. Wer kennt sie nicht? Zu 90% in allen Spielen schlüpft man in seine rostige Rüstung, schnappt sich sein bestes Wurstmesser und erledigt irgendwelche Typen in irgendeinem Land irgendwann im Mittelalter. Natürlich gibt es Ausnahmen. So gibt es Spiele im Spätmittelalter, Renaissance-Mittelalter, Steampunk-Mittelalter oder auch Cyberpunk-Zukunftsmittelalter. Aber der Kern bleibt immer der gleiche. Rüstung an und irgendwelche Monster zu Brei schlagen. People, tell me more. Swiftly now. Wie toll wäre es, wenn es ein Autorennspiel-Rollenspiel gäbe? Stellt euch einfach mal diese hervorragende Mischung aus einem Initial-D, Gran Turismo und einem Xenogears vor. Komplett unsinnig? Gibt es nicht? Falsch! Natürlich gibt es so ein Spiel und es ist sogar total super. Racing Lagoon ist das Autorennspiel-Rollenspiel eurer feuchten Fieberträume und wurde von niemand anderen produziert als Square Penis. Damals, in der guten alten Zeit, haben die Leute ein Spiel nach dem anderen auf den Markt geworfen und fast jeder dieser Titel war eine Bombe. Es gab auch so vielschichtige Spiele und Geschichten zu erzählen, wie eben etwa in einem Final Fantasy VII, Xenogears, Parasite Eve, die Mana-Serie und so vieles mehr. Und nun hat sich das Blatt irgendwie gewendet und gäbe es nicht Final Fantasy VII Rebirth. Square Penis hätte im Meer der Scheiße der letzten Jahre wirklich absolut keinen Titel, der nicht irgendwie in irgendeiner Art komplett abgefuckt hat. Aber lassen wir das. Die Programmierung des einzigen und besten Autorennrollenspiel der Welt wurde von Hitoshi Sasaki geleitet, der vorher schon mit Bahamut Lagoon ein einzigartiges und leicht merkwürdiges Crossover-Rollenspiel für das Super Nintendo veröffentlichte. Zu ihm gesellte sich Tsukasa Fujita, der schon an Final Fantasy Tactics bastelte und abgerundet wurde das Dream Team mit Akitoshi Kawasu, dem Regisseur der Saga-Serie, und natürlich Motomu Toriyama, der das Drehbuch zu Racing Lagoon schrieb und später dann an Final Fantasy X2 und an den Final Fantasy 13 Spielen die Regie führte. Bei so einer Besetzung kann ja im Prinzip schon nichts mehr schieflaufen. Von der Ästhetik her erinnert Racing Lagoon an Initial D. Tatsächlich gibt es einige Parallelen zum Straßenrennen-Anime, von der Musik bis hin zum Toyota Corolla AE86, das Startauto des Spielers. Und schon das Intro lässt uns in die Welt von Yokohama im Jahr 1999 eintauchen. Die kontrastreiche Farbpalette aus dunklen und hellen Blau- oder Grüntönen schafft es fantastisch, einen Pseudo-Neon-Dunst über die pixelige Großstadt zu malen. Alle, die sich nach körnigen Low-Pony-Landschaften sehnen, werden wohl mit der Grafik von Racing Lagoon nicht viel anfangen können. Aber allein was die Atmosphäre betrifft, hat Square für die damalige Zeit wirklich ein Meisterwerk geschaffen. Und immerhin sprechen wir hier von einem Racer. Natürlich wurden auch alle Automodelle sehr gut gestaltet und liegen auf dem gleichen Niveau wie ein Gran Turismo 2 oder Ridge Racer Type 4. Die Story-Segmente spielen sich leider auf statischen und vorgerenderten Hintergründen ab, über denen die Charaktere gesetzt wurden. Das Spiel versucht eine Art Manga über die Charaktere zu setzen und auch wenn die Idee auf dem Papier ganz gut klingt, sieht alles doch irgendwie ziemlich unbeholfen und beinahe hässlich aus. Natürlich gibt es im besten Rennrollenspiel der Welt auch eine Story. Man schlüpft in die Rolle des jungen Sho Akazaki, der sich gerade erst seinen Führerschein erdackelt hat und sich dem Bay Lagoon Rennteam anschließt, um sich in der Welt der illegalen Straßenrennen einen Namen zu machen. Während man gegen andere rivalisierende Teams antritt, versucht Sho auch etwas über seine Vergangenheit herauszufinden. Was wäre ein Rollenspiel ohne einen Charakter, der auf der Suche nach seiner Identität ist? Die Straßenrennen werden beinahe zur Nebensache, als man dann zusätzlich noch auf ein finsteres Geheimnis stößt, in das ein wirklich sehr, sehr böses Unternehmen namens OneTech verwickelt ist, das mit ihrer Droge Diablo für jede Menge Ärger sorgt. Racing Lagoon ist in eine Reihe von Nächten unterteilt, in denen der Spieler durch Yokohama kurvt und andere Straßenrennfahrer herausfordert, optionale Nebenmissionen abschließt und die Geschichte vorantreibt, indem man eine Vielzahl an verschiedenen Orten besucht. Das Schöne an dem Rollenspiel ist, dass man sich komplett frei auf der Karte bewegen und so eigenständig jeden Ort mit seinem Auto erreichen kann. Trifft man auf den Straßen auf einen Kontrahenten, kann man diesen jederzeit zu einem Rennen herausfordern. Allerdings wird man selbst auch von anderen sehr oft zu einem schnellen Duell auf dem Asphalt herausgefordert. Wer gerade keinen Bock hat, kann mit seinem Karren den Leuten auch aus dem Weg gehen.
Insgesamt ähnelt die Spielwelt der von Parasite Eve und wenn man so will, war Racing Lagoon die große Inspiration für Rennspiele wie Midnight Club oder auch Need for Speed Underground. Die enorme Freiheit in einem Rennspiel war vermutlich das größte Verkaufsargument. Wo es illegale Straßenrennen mit hochfrisierten Kisten gibt, da sind natürlich Tuning-Optionen nicht weit und da wir uns in einem Rollenspiel befinden, passt das Hochleveln eines Autos natürlich wie die Faust aufs Auge. Eure Rostlaube lässt sich dabei in drei verschiedenen Kategorien anpassen: Motor, Karosserie und Fahrgestell. Jedes dieser Teile wird als einzelne Ausrüstungsteile behandelt, was bedeutet, dass sie ausgetauscht und mit fast allem gemischt werden können, was man während seiner Karriere so auftreiben kann, abgesehen von einigen Einschränkungen hinsichtlich Antriebsstrang und Karosserietyp. Jede Komponente verfügt über eine Reihe von Steckplätzen für die Eingabe einzelner Zubehörteile. Diese Teile können von Turbo-Kits und neuen Bremsen bis hin zu Kosmetikartikeln wie Felgen, Bodykits oder Aufklebern reichen. Die Flexibilität ermöglicht einige hervorragende Experimente und unterhaltsame Kombinationen. Damit man natürlich keine Urheberrechte verletzt und einen wütenden Mob abgefuckter Abmahnanwälte auf sich zieht, hat man so gut es geht alle Spuren zu verwischen, was Auto oder andere Markennamen betrifft. Aber selbst ein Blinder mit einem Krückstock kann noch erkennen, was sich hinter den neuen Namen verbirgt. Denn die visuellen Darstellungen und Nachbildungen sind immer noch sehr naturgetreu. Das Renngefühl, das Racing Lagoon vermittelt, lässt allerdings sehr zu wünschen übrig. Es fehlt das Fahrgefühl, das einem etwa ein Gran Turismo 2 vermittelt. Aber schließlich handelt es sich unter der Haube ja um ein Rollenspiel und nicht um einen Simulator. Die Steuerung der Fahrzeuge fühlt sich deswegen sehr arcade-lastig an. Es ist weder tiefgründig noch fesselnd. Das Driften durch die Kurve passiert fast ganz von alleine und Fehler lassen sich mehr oder weniger kinderleicht korrigieren. Jeder, der also schon mal Ridge Racer gespielt hat, wird sich sofort zurechtfinden, da in Racing Lagoon die Fahrmechaniken sogar noch stärker reduziert wurden. Was auch sehr schade ist, ist, dass der Spielfluss auch recht unregelmäßig ist, vor allem weil der Schwierigkeitsgrad sehr inkonsistent erscheint. Entweder lässt man seine Gegner Staub schlucken, oder man hat schon gleich nach dem Start absolut keine Chance, das Rennen zu gewinnen. Um wieder Boden gut zu machen, um auch noch den schwierigsten Rivalen seine Rücklichter zu zeigen, muss man sein Fahrzeug auf Vordermann bringen. Und hier artet Racing Lagoon rollenspieltypisch in ein Grindfest ab, denn möchte man auch noch jedes Rennen gewinnen, muss man sich die erwähnten Tuning-Upgrades für sein Auto besorgen. Mit jedem Sieg erhält man sogenannte RP-Belohnungspunkte und die Möglichkeit, diese dann gegen ein beliebiges Teil aus dem Auto eures Gegners einzutauschen. Euch gefällt der besonders schicke Aufkleber? Er gehört euch. Wie wäre es mit dem Turbo? Kein Problem, den reißen wir einfach aus dem Motor heraus. Ihr habt euch in das Metallkleid eures Gegners verliebt. Holt es euch! Welches Auto benötigt schon eine Karosserie? Natürlich könnte man auch einfach wie ein normaler Mensch in ein Geschäft gehen, um sich all die schönen Dinge kaufen. Aber es ist natürlich noch schöner, wenn man einen Gegner nach einem Sieg erniedrigt und dessen Karre einfach in Stücke reißt. Und das Spiel lässt hier absolut keine Verrücktheit aus. Man kann sogar Rennen gegen Busse fahren. Und ihr könnt echt ohne Scheiß sogar dessen Karosserie klauen und sie auf euer Auto schrauben. Man muss dieses Spiel einfach lieben. Allerdings sollte man dabei auf einige Dinge achten. Der Austausch eines Antriebsstrangs gegen einen anderen führt zu erheblichen Änderungen im Fahrverhalten. Auch mit den Motormodifikationen sollte man nicht übertreiben, um zum Beispiel nicht aus dem Leistungsbereich der Autos herauszufallen. Das Gewicht spielt ebenfalls eine große Rolle bei Kurvenfahrten und Beschleunigung und jeder Reifen bietet eine einzigartige Balance zwischen Beschleunigung und seitlichem Grip. Es lohnt sich jedenfalls mit allen verfügbaren Teilen zu experimentieren. Untersteuern ist bei den meisten Antriebssträngen reichlich vorhanden. Zum Glück bietet aber jedes Auto eine praktische Handbremse, mit der man auch noch die schärfste Kurve rein theoretisch gebacken bekommt. Allerdings ist die Betätigung der Handbremse mit Vorsicht zu genießen, denn sie greift schnell und hart. Übertreibt man es, wird man binnen weniger Sekunden sein Fahrzeug in einer Barriere im Inneren einer Kurve parken. Ist man zu zaghaft mit den Bremsen, pflügt man dagegen ins äußere Seitenaus. Die Handbremse kann sehr effektiv sein, allerdings nur, wenn man sie richtig anwendet. Wer auf Einkaufstour gehen möchte, braucht eine Stange Geld. Zum Glück bietet Racing Lagoon hierzu eine Reihe an Nebenmissionen. Wer mal entspannt durch die Stadt kurven und dabei noch Geld verdienen möchte, kann sich zum Beispiel als Taxifahrer ein paar Groschen verdienen. Dann gibt es einige Rennen, in denen nur ein bestimmter Fahrzeugtyp erlaubt ist, oder Rennen mit ganz besonderen Herausforderungen, wie etwa der Verzicht auf seine Bremsen. Eines der lustigsten Rennen ist wohl das Angsthasen-Minispiel, in dem man seine Karre mit Affenzahn bis zum Ende eines Docks fährt. Wer zuerst bremst, verliert. Bei all den Rennen wird man sehr, sehr oft zu Beginn leider die immer gleichen zwei oder drei verschiedenen Rennstrecken runterradeln. Aber auch wenn sich euch später andere Stadtteile öffnen, vermisst man die Abwechslung, was die ganze Rennerei auf Dauer doch ein wenig öde macht. Wo Racing Lagoon aber auf alle Fälle punkten kann, ist der Soundtrack. Dieser wurde von niemand anderen als Noriko Matsueda und Takahito Eguchi komponiert, denen wir auch schon die Musik zu Front Mission 2 oder auch Final Fantasy X2 zu verdanken haben. Die elektronische Tanzmusik passt gut zu Rennen und trägt auch unheimlich gut zur Atmosphäre bei, wenn man zum Beispiel auch nur durch die Nacht kurft.
Ein wenig nervt aber der allseits beliebte Jazz-Soundtrack mit seinen jämmerlich wehklagenden Saxophon-Elementen. Ich hasse dieses Saxophon-Getröte wie die Pest. Es gibt wohl kein Instrument, das einem größere Schmerzen bereitet als diese Arschgeburt der Hölle. Aber mal abgesehen von diesen Jazz-Einlagen ist der Soundtrack von Racing Lagoon wirklich ein Geschenk für die Ohren und das Hauptthema setzt sich für alle Ewigkeit in den Gehirnwindungen fest. Die Hardware-Einschränkungen der PS1 in Bezug auf Auflösung und Weitsicht helfen leider dem Spiel nicht wirklich. Das tut am meisten weh, wenn man mit höherer Geschwindigkeit auf Kurven zurast, da man manchmal nur sehr wenig Zeit hat, die zusammengedrückten Klumpen Pixelbrei nicht von Asphalt oder einem Baum oder Gebäude zu unterscheiden. Die Geschwindigkeitseinbußen beim Aufprall sind in diesem Spiel schwerwiegend und man sollte jede Kollision so gut es geht vermeiden, was vor allem bei hochfrisierten Autos besonders schwierig ist. Am besten ist es, wenn man sich das Streckenlayout auswendig merkt. Ohne Zweifel fühlt sich auch jede Zwischensequenz wie ein echter Fiebertraum an. Die Präsentation ist mit ihren verwirrenden Kamerawinkeln und unnötig überlagerten Bildern sowie unbeholfenen Charaktermodellen und gestelzten Animationsschleifen ziemlich merkwürdig und teilweise sehr gruselig. Es ist ein absoluter schlechter Trip, aber man genießt trotzdem jede einzelne Minute. Insgesamt ist Racing Lagoon nicht unbedingt das beste Spiel aller Zeiten, aber es ist auch nicht das schlechteste. Es ist eben die seltene Art von Leckerbissen, den man heute wohl nicht mehr finden wird. Racing Lagoon ist definitiv ein gewagtes Experiment und der Mix aus Racer und Rollenspiel war wohl einer der mutigsten und schizophrensten Schritte, die Square Enix jemals gewagt hat. Man kann so viele schöne Stunden mit dem Spiel verbringen und auch alle, die jetzt Rollenspiele nicht wirklich ganz so fluffig finden, können mit Racing Lagoon ihren Spaß haben. Es ist wirklich schade, dass es heutzutage keiner mehr wagt, eines dieser Experimente zu veröffentlichen und es ist eine Schande, wie sehr sich Square Penis geändert hat. Aber was bleibt mir anderes übrig, als euch zu sagen, dass ihr unbedingt ins kalte, klare Wasser springen müsst, um diese Perle mindestens einmal ausprobieren solltet. Also schnallt euch an und ab geht's nach Romhausen oder eBay. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.